Yo, 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 Leute, willkommen zu einer Runde The Binding of Isaac Afterbirth. Ja, ja, der Lilith. Der Charakter ist schon, der ist schon eine Sorte für sich. So, mal gucken, was wir bekommen. Ein Herz. Nee, ich brauche irgendwas mit Damage. Ich reroll einfach mal, bis wir dann was Cooles bekommen. Speed up, nee. Was andere war irgendwie so ein Key, irgendwas mit Keys. Da finde ich nicht toll. So, das ist... Moment, wie funktioniert das jetzt? Das gibt mir gar keinen Damage. Wow. Das ist ja scheiße. Nee, also da ja, möchte ich nochmal rerollen. Das ist ja ein Item, was mir gar nichts bringt. Tears up. Das ist doch schön. Ja, doch, so startet man doch. Und dann auch noch zwei Seelenherzen. So startet man gerne. So, diesen Run möchte ich dann aber jetzt auch gerne gewinnen. Wäre nett, wenn ich das dürfte. So, Moment mal, was macht die Grüne nochmal? War das Range und Tears Up? Moment mal eben, ich gucke hier rechts einfach. Oh, gleichzeitig lade ich auch noch hoch. Das heißt, ich kann gar nichts anderes machen als Isaac spielen. Weil alles, was mit dem Internet zu tun hat, super lang, was super langsam ist. Weil ich komplett hochlade mit vollem Speed. So, das Grüne macht also Speed und Range Up. Speed und Range. Moment, so. Ich habe die ganzen Items hier links, deswegen... Speed und Range bringt uns eigentlich nichts für den Anfang. Lucky Food auch nicht wirklich. Lucky Food war ja vorher mal, dass die Pillen nur hundertprozentig gut sind. Das war ja in dem alten Isaac so. Bin mir ziemlich sicher. Aber das ist ja nicht mehr so. Oh, stimmt, ich muss hier das Ding einsetzen. Voll vergessen. Schon so lange her, dass ich mit dem gespielt habe, ey. So, uiuiuiui. Hallo meine Freunde. Bitte nicht Aua machen. So. Also es ist halt wirklich geil. Also man muss es einfach mal so sagen. Für den Anfang ist der Charakter wirklich super Hammer. Aber genauso wie jeder andere Charakter, wenn man keine Items bekommt, ist halt scheiße. Es ist halt einfach so. Aber für den Anfang ist es einfach übelst Hammer, was der so für Tierrate und so rausholen kann. Wir haben jetzt einfach jetzt schon drei Stück und... Aber... Das ist einfach so viel Damage, was wir hier machen können. Deswegen so... Zack, zack, zack. Tschüss. So, ich meine, die Anfangsräume, die normal relativ schwer sind, weil man ja keine Items hat. Also meistens ist es ja so, dass der Anfangs-Greed-Mode irgendwie am schwersten ist. Der wird hier einfach super einfach gemacht. Das ist ziemlich cool. So, dann gehen wir direkt zum Monstro. Wir müssen ja hier weitermachen. Ansonsten verlieren wir unsere drei Schießkönige. So, da hat er richtig Schaden kassiert. Ja, also Schaden kann man sich jetzt noch nicht beklagen. Ich meine, natürlich, ich könnte mehr sein, ne? Aber meistens ist es so, wenn ich Schaden verlange, kriege ich keinen Schaden. Warte, sind das jetzt zwei? Habe ich gerade einen Monster besiegt und jetzt kommen einfach zwei neue? Nee, okay. Das wäre so bescheuert gewesen. Da hätte ich mich verarscht gefühlt. Hey, 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 hey. Freundchen. So nicht. Alter, der hat voll viel Leben. Anscheinend ist mein Schaden doch nicht so geil. Aber ich meine, ist er noch erster? Sind da noch die ersten Räume? Ich hoffe aber, wir bekommen jetzt so langsam mal was. Wir holen das jetzt erstmal einen Schlüssel. Ich würde sagen, den Satan-Boss. Ich nenne das einfach mal Satans-Boss oder Endkampf-Boss. Ich würde sagen, einfach Satans-Boss oder so, keine Ahnung. Mache ich jetzt mal nicht. Oh Gott. Ich nehme das mit, damit wir das nicht nochmal bekommen. Die Box ist einfach besser. Also, als Space-Item müssen wir einfach die Box behalten. Ist eigentlich logisch. Ohne die Box haben wir keinen Damage. Rein gar nichts. Deswegen will ich die doch lieber behalten. So, was bekommen wir hier? Eine Bandage. Okay, HP ab und dann glaube ich... Ne, okay. Keine blauen Herzen. Schade. Immer noch ein rotes Herz. Danke sehr. Das ist aber nett. Das ist ja nett, ja. Ups, verdammte Kacke. Ja, Cube of Meat natürlich ist geil. Mit unserer Combo. Ich würde sagen, wir nehmen mal Cube of Meat mit. Denn, dieses Space-Item...
Nein, ich hätte das davor einsetzen müssen, verdammt. Das Space-Item, das macht nicht nur unsere kleinen Typis hier doppelt. Oder wir kriegen nicht nur einen kleinen Typ hier dazu, sondern im Grunde genommen kriegt man für jeden Familiar, den man hat, einfach noch einen dazu. Deswegen, also selbst wenn ihr irgendwie Fliegen oder so habt, genau. Also Attack Flies und sowas müsste das auch funktionieren. Das wäre doch cool. Gut, aua, alles klar. Voll unfair. Ach, zum Glück hat mir das nur ein Herz nicht gezogen. So, jetzt kommen hier die Spinnen an der Wand, die nicht so einfach zu besiegen mit unserer Combo. Achso, stimmt, einsetzen. Muss ich dran denken. So, dann, ja genau, Tank Boss. Wird ja keinen Sinn machen, wenn wir jetzt aufhören würden. Ich versuche mal so, immer schön nach hinten zu rennen. Dann bekommen wir wirklich alle drei Schüsse auf den. Ah, der ist schon tot. Oh, nice, Liberty Gap. Cool. Ist auch nicht hundertprozentig, was das macht, aber egal. So, bei Larry Jr. ist zum Beispiel mit AOE-Schaden einfach voll geil. Das ist einfach richtig cool. Der ist weg wie sonst was. So. Satan. Na gut. Na gut. Machen wir den Satanskampf. Mein Piep ist ja noch okay. Der Anfang sollte ja nicht so schwer sein, so von den Bossen her. Wow. Habe ich richtig Glück gehabt mit dem Ausweichen. Früher fand ich den sogar einer der schwersten Bosse. Weil ich das nicht ausweichen konnte da. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte, wenn er gesprungen hat und dann aufkam, diese grünen Schüsse konnte ich nicht ausweichen. Ich weiß nicht warum. Kann ich euch auch irgendwie nicht erklären. Einfach zu scheiße. Ja, den Haarball nehme ich hundertprozentig nicht mit, aber die Rope. Bekommen wir nämlich 3 schwarze Herzen dazu. Und ja, schwarze Herzen sind im Greed Mode ziemlich cool. Moment mal eben, was macht die genau? Volt. Oder Battery. So, die macht a familiar baby that has a random chance to drop a battery pickup for freeze all ammunition. Oh, das ist ja cool. Es folgt mir so ein Ding und das kann das ist ja cool. Das kann jetzt echt irgendwie. So, was? Warte mal eben. Was ist das nochmal? Also, das Ding kann jetzt eine Batterie droppen, wenn man Glück hat. So, Moment. Das hat Augen. Okay, dann ist es nicht das hier, dann ist es das hier. Hive Mind. Causes your friendly blue spiders and flies to become bigger. Blue spiders and flies. Ich glaube nicht, dass wir noch Fliegen oder so bekommen. Ich lasse es mal hier. Könnte ein Fehler gewesen sein, aber egal. Kostet zu viel Geld. Kostet zu viel Geld, das möchte ich nicht. Bin viel zu geizig. So. Dann gehen wir mal nach unten. Zero. Und genau, ich habe dieses extra HUD angestellt. Das war schon in der letzten Folge, habe ich aber vergessen zu erwähnen. Da seht ihr rechts alle Items. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist ziemlich praktisch. Und natürlich habt ihr unten diese Schrift, die euch erklärt, was jedes Item macht. Auch ziemlich praktisch. Hallo? Okay, das ist einfach mal etwas explodiert. Oh nee. Da hatte ich Pech. Hätte ja mal was Gutes sein können. Man weiß nie. Ja, das ist ein bisschen blöd hier. Mit unseren Minischüssen. So. Batterie brauchen wir so oder so nicht. Schlüssel brauchen wir aber. War das hier Shot Speed Up oder sowas? Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt nachgucken könnte. Ja, den Rest lassen wir mal hier. Was ist das für ein Ding? Das ist auch ein Item. Was ist, wenn ich hier jetzt irgendwie eingebe Pink oder so? Findet man das dadurch? Nö, findet man nicht. Schade. Man findet hier ein paar Items, die pink sind, aber nicht das, was hundertprozentig pink ist. Keine Ahnung warum, aber egal.
Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal in den Kampf. So, jetzt setze ich das vorher ein. Denn wenn ich jetzt hier drauf gehe, kriege ich direkt schon eine Aufladung. Das müsst ihr euch merken. Jetzt habe ich sogar, oh mein Gott, jetzt habe ich sogar zwei Batterien, die mir folgen. Alter! Wie geil! Wie geil! Das ist ja richtig Hammer. Wow. Nein, da hat mich das eingesperrt. Toll. So, jetzt haben wir schon drei, die uns folgen. Ach, oh nee. Das ist aber doof. Jetzt blocken die Batterien die anderen. Das heißt, die sind nicht mal hundertprozentig nebeneinander. Ach Gott, jetzt mache ich übelst AOE-Schaden, ey. Naja, dafür laden wir halt uns schneller auf. Weiß nicht, ob das gut. Alter. Weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich glaube, das ist im Endeffekt gut. Jetzt so viele Aufladungen. Huiuiui. Bis jetzt haben wir noch nichts gedroppt irgendwie. Keine Aufladung. Von den vier Dingern hier. Moment mal. Hat das irgendwie. Kommt das nach einer Zeit oder so? So, Moment. These effects can only occur while in a hostile room with enemies. Heißt, okay. Das kann wirklich nur passieren, wenn die Gegner sind, aber ja. Hatte ich wohl einfach noch kein Glück. Kann ja auch natürlich sein, dass wir. Stimmt, es könnte sein, dass Lilith irgendwie super wenig Glück hat. Das könnte ja auch sein. Ja, HOE-Schaden ist wirklich gut, was wir haben. Aber, naja. Ist halt AOE-Schaden, ist halt nicht konzentriert. Ist ein bisschen doof an der Batterie. Kann ich auch leider nicht rückgängig machen. Ich glaube, ich würde das jetzt sogar irgendwie rückgängig machen. Da haben wir jetzt eine. Ja komm, dann setzen wir es nochmal ein. Ich meine, wenn hier eine Batterie liegt. Ja, ist echt schwer zu treffen. So, gut, dann machen wir jetzt den Satan, komm. Den Superboss. Ich weiß gar nicht, was für ein Boss ist das jetzt hier? Achso, oh, der ist schon weg. Okay, tschüss. Oh mein Gott, das ist ein Gegner. Alter, ist das unfair. Ist er voll versteckt. Mein Freundchen. Ich kann sogar teleportieren. Und er stirbt nicht. Geht kaputt. So. Noch eine Batterie. Ja, bringt uns nicht viel. Können wir einsetzen und eine Batterie wieder mitnehmen. So, Moment mal. Jetzt gebe ich mal eben einen Devil. Ich weiß nämlich nicht hundertprozentig, was das Item macht. Das gibt mir. Achso, dieses. Dieses Horror of Babylon. Oder Babylon. Babylon. Genau so. Ja, stimmt. Wir können uns auch hier den Itemraum angucken. Okay. Habe ich einfach in die falsche Richtung geschossen, warum auch immer. Jar of Flies, was macht das? Keine Ahnung. Nehmen wir nicht mit. Ist ein Space-Item. Will ich nicht. So, dann haben wir hier eigentlich nicht mehr viel zu suchen. Würde ich sagen, gehen wir runter. Oh Gott, ey. Ja, unsere Items sind auch nicht so geil. Also, die überzeugen mich nicht so. Ich hätte gedacht, unsere Items sind jetzt cool. Aber wenn wir nur AOE-Schaden machen, ist das ein bisschen doof. So, HP und Luck up. Luck ist sehr, sehr gut. Für unsere Batterie. Unsere Batterie auf lang. Moment, dann nehme ich hier einfach den Fuß mit. Lucky Food. Und dann sollten wir doch jetzt eigentlich. Und oh mein Gott, ich nehme die Robe mit. Das ist cool. So, warte mal, was ist das hier? Battery. Findet man das so? Yo. Alter. Alter, Leute. Ey. Das Ding, was jetzt vor mir ist, ne? Das bringt Space-Items dazu, dass sie doppelt einsetzen. Alter. Ey. Okay, Leute. Okay, Leute, ich glaube, wir haben langsam. So langsam gehen wir in Richtung OP über. Was ist das für ein Ding? Moment. Familia. Ist das so ein Robo-Ding oder was? Wo haben wir das denn? Wo haben wir dich denn, mein Freundchen? Wie sieht das Ding aus? Ein blaues Ding rechts. Okay. Da haben wir's.
Achso, das kopiert einfach den Freund Mongo Baby, okay. So, und das sollte Speed, hier. Tier Speed sein, oder? Nicht Tier Speed, sondern. Attack Speed. Wie heißt das nochmal? Tierrate. Sollte doch, Moment. Komisches Blatt. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen hier immer gucke. Ja, Tier ist ab. Tut mir leid, dass ich immer so ein bisschen gucke, aber ich kenne leider nicht alle Namen. Deswegen. Sieht man überhaupt die Maus hier? Moment. Ja, sieht man, okay. Ziehe ich die mal schnell raus. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier. Ippekek. Mum. Nein. Ne. Das nehme ich nicht mit. Das Problem dabei ist nämlich, wir würden dann mit 4 gleichzeitig schießen. Das wird mich nur umbringen. Das wird mich nur selber umbringen. Stellt euch vor, wir schießen irgendwie mit 4, 5 Dingern gleichzeitig. So ein Ippekek-Ding. Das ist, ne. Okay. Ich mache jetzt einfach so weiter. So, bei dem müssen wir aufpassen. Boah, ich brauch die Autobatterie. Das wird so krass, ey. Das wird so Hammer. Ich freue mich da so drauf, ey. Das einfach doppelt. Pro Aufladung doppelt. Und dann können wir auch noch... Alter. Diesmal sollten wir den Greed schaffen. Wenn wir da 1000 Dinger schießen. Nein, verdammt. Ich muss immer noch gucken, dass wir nicht sterben. Zwischendurch. Sehr ärgerlich. Wo bist du? Ah, da unten. Ja, man sieht die nie so richtig gut. Schießen da durch den ganzen Raum. Da leben noch ein paar von. 2 Stück noch. Gott. Die sollen jetzt erstmal kaputt gehen, bevor ich da irgendwie großartig was mache. So. Wir haben super viele Schüsse. Das war gerade eine Batterie. Oh, da haben wir noch eine. Nochmal einsetzen. Alter, guckt euch das an, was uns hier verfolgt. Guckt euch das an, Alter, unsere Tiers. Das ist so... Oh nein! Geh weg. Du scheiß rollendes Ding, ey. Hier, nimm all meine Tiers. Guckt euch das an. Ey, das ist voll cool. Voll cool. Nein! Warum spawnt das Ding denn in mir drin? Kann doch nicht wahr sein. Wieder Skolex. Den hatten wir doch im letzten Part, ey. Das war nicht so schön. Setz ich doch mal ein. Ja, wäre irgendwie cool, wenn der mich da irgendwie treffen lassen würde. Man kann den nämlich leider mit den Dingern echt schlecht treffen. Man muss wirklich warten, bis der so rauskommt. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was das gerade war. Hatte einfach keinen Bock mehr. Hat sich gedacht, nee. Nee, ich verschwinde einfach mal. Tschüssi. Tschüssi. So, komm. Komm aus dem Boden raus, mein Freund. Moment, wir können doch hier noch... So. Warum machen wir das nicht? Alter. Das wird immer heftiger und das wird im Greed-Mode genauso sein. Weil wir halt jetzt die Nonne haben. Das heißt, wenn wir Schaden bekommen... Boah, das ist cool, ey. So, ich laufe jetzt einfach im Kreis. Irgendwann werde ich den Typen hier schon treffen. Ich habe so viele Schüsse. Ja, da ist er tot. Brauchte ich gar nicht viel machen. Dann nehmen wir jetzt mal die K-Batterie. Leben. Und dann werde ich jetzt erstmal rerollen. Damit wir blaue Herzen bekommen. Hier haben wir aber nichts. Keine blauen Herzchen. Schade, schade, schade. Dann gehen wir mal einen runter und gucken mal. Gucken wir mal, ob da nachher noch irgendwie blaue Herzen sind. Wir brauchen jetzt echt blaue Herzen. Ich will nicht sterben. So, es sollte... Oh, es sind noch 2 Ebenen. Okay. Sheol. Hallo, Sheol. Hallo, hallo, hallo. So, was macht das nochmal genau? Tears up, Shot Speed down. Moment. Ah. Tears, Shot Speed und Health. Der Leben ist cool. Da kann ich echt nichts gegen sagen. Shot Speed natürlich auch. Nicht Shot Speed, Tears up. Tears up, genau so hieß das. Oh, Maus raus. Die Maus muss raus. Die Maus muss. Okay,
Dann reroll ich das Ganze mal und hoffe einfach auf ein blaues Herz. Komm schon. Verlang doch nicht noch mehr, oh Gott. Eieiei. Wir bekommen keine blauen Herzen. Blaue Herzen? Nein. Die 6 brauchen wir auch nicht. Mal gucken, ob wir hier blaue Herzen bekommen. Was ist das für eine Box? Das ist doch ein Space-Item, oder? Moment. Lil Box. Oder Lil Chest, genau. Chest. Ach, komm schon, Lil. Muss mir irgendwo angezeigt werden. Hier, da haben wir es. A female chest, drop random pickups. Oh. Oho, random pickups. Das ist ja gut. Das ist gut. Aber leider haben wir immer noch sehr, sehr wenig Leben. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir das jetzt irgendwie herstellen sollen. Müssen wir wohl irgendwie das jetzt schaffen? Ohne großartig Schaden zu bekommen. Das ist so viel. Das verwirrt mich jetzt schon. Nein. Ich muss spawnen. Eine Pille. Nochmal das ist viel zu viel. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Gegner sind. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die Gegner sind. Nochmal einsetzen. Ja, komm. Wenn wir schon was haben wollen, dann haben wir jetzt auch alles. Brimstone-Viecher. Ganz viel Money. Nein, nicht explodieren. Okay. Alter. Mama mia. Ganz viele Bomben, das ist gut. Brimstone, tut weh. So, komm. Alter, Leute, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr, aber Raum ist okay, Raum ist geklärt. So, The Sun, nehmen wir mal mit, falls wir uns heilen wollen. So, wo sind die ganzen Pickups? Hilfe! Spreng ich mal das weg. Durch diese Karawane an. Das ist so cool. Das ist so cool. Ein blaues Herz. Halt, ich sehe nichts mehr. Hier liegt noch was. Two of Diamonds. The Lovers. Was ist das hier? Was macht das? Ach so, das lässt das so pulsieren. Was? Okay. Nehmen wir einfach mal mit. Was gibt's hier noch? Matchstick. Und was gibt's hier noch? Secondhand. Ne, brauchen wir nicht. Glaube ich. Keine Ahnung. Nehmen wir noch eine Aufladung? Ja, ich würde sagen, dann ist jetzt der Boss dran. Ich sehe zwar nichts mehr, aber irgendwo... Oh Gott. Ja, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Irgendwie sterben die. Irgendwo da oben ist ein Gegner. Keine Ahnung, was mit dem passiert. Nein. Alter, Leute. Geh weg. Hau ab. So. So, Moment. Jetzt lasse ich den mal eben alle nach... Obwohl, das geht gar nicht. Ich muss ja erstmal so eine Karawane bilden. The Sun, ja. Ich muss jetzt alle so nach und nach hinter mir herlaufen lassen. Obwohl, das geht auch nicht. Scheiße. Egal, wir haben schön Fat Money. Du hast Spades. Bomben, oder? Hier war doch noch irgendwo... Da haben wir eine Batterie. Rainbow. Okay. Nein! Ich bin da drauf gekommen. Scheiße. Nein, nicht wehtun. Alles nur nicht wehtun. Alter. Ich seh nichts mehr. Keine Ahnung, was hier passiert. Aber ich schieße irgendjemand an. So. Leute. Das ist doch, ey. Das ist doch schon langsam irgendwie Game-Breaking oder so. I found Pills. Wenn wir damit nicht gewinnen, ne, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. So, den Rainbow nehmen wir mal mit. Das Sun haben wir ja noch wirklich dabei. Die Pille, was machte die? One
Macht mich kleiner, das ist gut. So, dann hätten wir da... Ne, da gehe ich jetzt nicht in Sata rein, das... Obwohl... Doch, ich werde da wohl reingehen, aber ich werde erstmal gucken, haben wir alles... Ja, sollte eigentlich... So. Ah, okay. Das hat sich doch gelohnt. Aber ich glaube irgendwie... Moment mal eben. So. Ich guck mal eben kurz, was die ganzen hier können. Second Hand. So. Second Hand macht. Okay, wir haben keinen Poison oder sowas. Brauchen wir nicht. Dann Liberty Cap. Eben kurz die ganzen Trinkets nachgucken, damit ich auch wirklich weiß, ob wir nicht vielleicht was richtig OP ist, irgendwie da liegen lassen. Random Mushroom Effekt. Nehmen wir. Ja, ist eigentlich bis jetzt das Beste. Und das hier. Mysterious Candy. Mysterious Candy. Okay, das lässt mich zwischendurch kacken. Das ist nicht so geil. Und der Matchstick. Der lässt mich was machen. Gib mir Bomben. Nee, dann hier. Moment, dann will ich das hier. Dann möchte ich das, bitte. Danke. Bitte, danke. Danke sehr. Obwohl... Das könnte auch gut sein, irgendwie. Egal, wir nehmen das mal mit. So, dann, was können wir hier jetzt kaufen? Davon eigentlich nichts. Das heißt, ich werde das jetzt mal rerollen. Und davon gibt es auch nichts, was wir mitnehmen können. Was ist das für eine Pille? Pill. Moment, nee, das... Nee, bringt mir nichts. Die Pille bringt mir nichts. Dafür bräuchte ich eine kleinere Pille. Was ist das für eine Batterie? Batterie? Was macht die Batterie jetzt? Fully recharge sich ganz besser in Wind picked up. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das gibt mir direkt schon eine Aufladung. Nein, das wollte ich nicht mitnehmen. Das könnte jetzt ein Problem werden. Denn ich habe nicht mehr viel Geld. Da geht's kaputt. Sad Onion. Macht das nicht irgendwie Damage weg und sowas? Nee, das gibt mir nur Tears ab. Nehme ich ein Leben oder nehme ich mir Sad Onion? Ich würde mal sagen, das hier. Oh Gott, der Wurm ist irgendwie scheiße, ehrlich gesagt. Das ist total random. Ach so, der gibt mir einfach so ein random Ding. Moment, ist das nicht hier The Rock? Ist das nicht der Rock? Small Rock, der sieht so aus. Und na, der sieht irgendwie nicht so aus. Der sieht etwas anders aus. Der sieht mir nach einem Trinket aus. Ja, okay. Nee. Scheiße ist, wenn man Rocks kaputt macht. Also Steine. Stimmt, wir können hier noch einmal reingucken. Meh. 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 Ja. Dann nehmen wir mal die Liberty Cap mit. Und dann müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir... Ja, wir haben ja noch eine... Wir haben ja noch eine Chance irgendwie hier, ne? Fett was zu bekommen. Hoffe ich mal, dass wir die auch nutzen können. Ich hoffe, jetzt ist hier einfach irgendwo... Kein blaues Herz. Kein blaues Herz? Ich verstehe es nicht. Dann hauen wir einfach unsere Schlüssel erstmal weg. Master of Lockpicking brauchen wir nicht. Dann machen wir das nochmal. Nee, das ist nicht so cool. Ich meine, zwei Coins sind okay, aber... Immer noch keine blauen Herzen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Nein, 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 nein. Das ist auch echt richtig unfair mit unseren doofen Followern. So, wieder neu eingesetzt. Ah, da haben wir ein blaues Herz gedroppt. Hier haben wir irgendwie ein Trinket gedroppt. Oh Gott, Leute, das ist so cool. Ey, das ist irgendwie cool. Das macht irgendwie übelst Bock, weiß nicht.
Die blauen Herzen nehme ich mal noch nicht auf. So, hier lang Batterien. Hier da hinten geht mal alle tot. Ey, das ist so cool. Wer mir jetzt sagt, das ist nicht cool, dann weiß ich auch nicht, ey. Da weiß ich auch nicht. Die Pille, die mir gibt, infestet. Hierophant. So, ihr kriegt total viele Schüsse ab. Vielleicht muss ich wieder gucken, dass ich hier alle Items mitnehme. Das ist so cool. Okay, dann machen wir den Boss direkt hinterher. Ist natürlich klar. Nein, ich wurde von irgendwas getroffen. Ach so, der hinter mir da. Ich sehe die Gegner gar nicht mehr, weil ich so viel schieße. Oh nein, bitte keine Sanduhr. Bitte keine Sanduhr. Alles nur nicht das. So, verdoppel ich die alle nochmal. Und irgendwie pupsen wir die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. So. So. Dann haben wir hier The Sun. Okay. Dann haben wir hier Amnesia. Und putzen wir die ganze Zeit. Are you a wizard? Okay, das hält nur kurze Zeit. Brauchen wir auch nicht. Ist eigentlich an sich scheiße. Was ist das? Speed down. Okay. Schade. Oh Gott. Egal. Die sollten kein Problem sein, wenn wir so stehen bleiben. Okay, tschüss. So, Liberty Cap müssen wir mitnehmen. Was ist das hier? Lil Lava. Los, Alter. So viele Trinkets. Los. Los? Nein, los. Heißt, give a small friend a friendly attack. A friendly attack spider. Das könnte eine ziemlich geile Combo mit unserem Ding werden. Aber was ist Mom's Locket? Locket. Das gibt mir. While held, you heal for half a red heart every time you use a key to open a door. Ja, ist doch scheiße. Ich öffne ja im Kampf keine Blister. Habe ich eine Chance, dass es zurückbounce oder so? Keine Ahnung. Wir haben aber richtig Fat Money bekommen wieder. Dann mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay, dann gehen wir nochmal hier rein. Das war irgendwas mit Evil. Evil. Gib mir das vielleicht schwarze Herzen oder so? Ein schwarzes Herz. Das ist das einzige Ding, was ich mir jetzt mitnehmen könnte, was mir noch Leben oder schwarzes Herz oder so gibt. Danke sehr. Vielen Dank, hat mir jetzt echt viel geholfen. Oh Gott. Egal, dann würde ich sagen, gehen wir zum Greed. Haben ja sonst nicht mehr viel zu tun. Oh, hier haben wir 200 The Sun. Stimmt, wir können den Geheimraum suchen. Es kann ja sein, dass hier oben links ein Geheimraum ist. Und wir können ja auch mit Bomben auch rerollen. Und dann kriegen wir während des Kampfes mit Greed noch ein bisschen Geld. Dann nehmen wir, komm, machen wir einfach mal. Also vielleicht ein bisschen weiter links oder so, keine Ahnung. Ne, okay. Jetzt kommen die blauen Herzen, ist klar. Egal, wir haben jetzt genug Leben. Wir gehen jetzt erstmal runter. Hoi. Oh Gott, der Vorraum wird kacke. Der Vorraum wird kacke. Nee, der wird kacke. Oh, Leute. Na gut, okay. Aua. Direkt ein blaues Herz gespawnt. Einmal getroffen direkt. Oh, nee. Arznei. Krankenwagen. Ich sollte einfach stehen bleiben. Aber ich sehe mich so schlecht. Wo bin ich denn? Ach, da unten. Oh Gott. Ich sehe mich so schlecht, ich bin super klein. Ich könnte selbst so ein Familiar sein. So, ich lasse die Batterie mal aufgeladen für den Greed. So. Okay, dann ist jetzt der Greed dran. Oder der Ultra Greed. So, jetzt haben wir das weggesprengt. Ja, jetzt kommen wir direkt schon zu Anfang der Batterie und das ist der Anfang, wo wir schön aufladen können. Und wir bekommen auch noch einen Luck ab, okay. So, jetzt einfach stehen bleiben.
Einfach mit allen Schüssen drauf. Wenn wir getroffen werden, können wir wieder neu aufladen. Das ist natürlich perfekt. Lalalala. Irgendwas ist da gedroppt. Oder? Die Batterie ist nicht gedroppt. Bomben. Das ist einfach so. Oh, da sind Batterien, die da hinten liegen. Die will ich doch mitnehmen. Nein, der hat mir mein Geld geklaut. So. Nein, ich wurde getroffen. Warum auch immer. Irgendwo wurde ich getroffen. Keine Ahnung wie. So, ich sollte mich einfach hier hinstellen und dann schieße ich einfach schön in den ganzen Raum rein. Ja, so kann ich hier eigentlich wirklich unten stehen bleiben. Alter, Leute, das ist so cool. Ich habe schon ein bisschen Leben verloren. So. Oh nee, Schlüssel. Geht weg, bitte. Ich mache echt... Pro Schuss mache ich wirklich wenig Schaden. Obwohl, Schlüssel sollten eigentlich egal sein. Ja, obwohl, scheiße. Doch nicht so. Und noch eine Batterie. Noch eine Batterie. So. Schön, bleib schön da unten. Bleib schön da unten, mein Freund. Alter. Ist das cool. Ich weiß nicht, Leute, aber hattet ihr schon mal sowas mit dem Lille? Habt ihr den schon freigeschaltet? Noch eine Batterie. Und irgendwie verdoppelt das irgendwie. Das ist... Warum auch immer verdoppelt das. Noch eine Batterie. So, Schlüssel. Sollten nicht so das Problem sein. Ich meine, wie schon gesagt, wir haben hier voll den AOE-Schaden. Ey, das ist so geil. Das ist so geil. Komm, den müssen wir jetzt drin haben. Gibt ja noch eine Batterie. Stimmt, wir haben noch eine Aufladung irgendwie. Hier haben wir noch eine. Nach unten schießen. Okay, okay, okay. Jetzt slowt unser schon die ganze Zeit, weil wir so viele Aufladungen haben. Ja, nice. Da haben wir mit Lilith durchgespielt. Box of Friends. Okay, keine Ahnung, was das ist. Aber, Leute. Habt ihr schon mal sowas gesehen? So scheiß viele Familias. Guckt euch das an. Ich kann damit voll den Kreis bilden. Voll die unendlich, ey. Aber ich glaube, irgendwann gibt es auch hier so ein maximales. Seht ihr das? Obwohl. Moment mal. So, ich laufe jetzt mal einfach so einen schönen dicken Kreis. Und mal gucken. Okay, ich glaube echt, dass es kein maximales irgendwie gibt, oder? Die haben sich jetzt irgendwie so ansortiert. Doch, man kann höchstens... Doch, es gibt eine Maximalanzahl. Guck mal, jetzt haben wir voll wenig, die schießen. Wow, das hätte auch zurückfeuern können. Krass. Okay, dann gucken wir mal, wie viel wir jetzt da reinschmeißen können. Mal gucken, wie viel der Automat annimmt. Wo bin ich denn da? Okay. Irgendwas mit 60. Okay. Ich habe da noch nicht so viel reingehauen, aber... Oh, schade. Ist ja voll wenig, ey. Naja, gut. Leute, Moment. Ich will ihn aufnehmen. Wie schnell schießen wir dann? Cool. Okay. So, wir gehen da rein. Oh mein Gott. Jetzt haben wir endlich mal mit Lilith das durchgespielt. Das ist cool. Der letzte Run, der war ja nicht so geil. Da haben wir leider kurz vor Ende ein bisschen verkackt. Und ja, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich meine, wir waren auch übelst OP. Also, was man damit schaffen kann mit dem Lilith. Also, das ist schon ziemlich heftig. Ja, ja. Und da ist unser kleiner armer Freund begraben. Gut, dann war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr würdet, oder ich fände es cool, wenn ihr bewerten würdet. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.